Ein neues Virus ist plötzlich in der Welt. Eine möglicherweise tödliche Gefahr, die alles auf den Kopf stellt und jeden berührt. Auch die Medien, die unter ganz ungewohnten Bedingungen arbeiten müssen, um ihren Job zu machen, informieren, einordnen, hinterfragen. Am Anfang dieser Krise, im Februar, Anfang März, hat es alle überrollt. Tatsächlich, da war alles neu, es gab keine Erfahrung, es gab keine Folie. Medien als Welterklärer stehen vor einer schwierigen Aufgabe und ernten Selbstkritik. Expertenhörig, zugespitzt, staatsnah. Drei Vorwürfe an die Medien in der Corona-Krise und was dran ist. Normalerweise kommen sie in den Medien eher am Rande vor. Seit März sind sie plötzlich nicht mehr wegzudenken. Experten. Sie sitzen in der ersten Reihe und sagen, wo es lang geht. Warum aber sehen wir immer die gleichen zwei oder drei Experten auf allen Kanälen? Und sind die Redaktionen der Informations- und Nachrichtenmedien am Ende expertenhörig? In der Krise hatten Expertinnen, Wissenschaftlerinnen einen echten Vorsprung. Also Journalistinnen, aber auch Politiker und Politikerinnen mussten sich da echt erstmal ranarbeiten. Die Auswahl dieser Expertinnen und Experten schnurrte dabei recht schnell auf eine Handvoll zusammen, die dafür überall präsent waren. Das liegt auch am Medienphänomen Personalisierung. Medien vermitteln Sachverhalte gerne mit Hilfe einer persönlichen Geschichte oder Person, zum Beispiel eben Experten. Das macht ein Thema greifbarer und nachvollziehbarer, weil es ein konkretes Gegenüber gibt, zu dem wir, die Zuschauer, eine Beziehung und im Idealfall Vertrauen aufbauen. Die Menschen sind empfänglicher für Personalisierung, weil das etwas ist, was wir von Kindesbeinen an gewöhnt sind. Das heißt, wir sind es gewohnt, dass Menschen Geschichten erzählen und auf diese Weise auch Informationen weitergegeben werden. Diese Geschichtenerzähler haben entweder etwas direkt mit dem Thema zu tun oder sie sind Expertinnen oder Experten zum Beispiel aus der Wissenschaft. Damit Experten gut ankommen, sollten sie folgende Eigenschaften mitbringen. Zunächst einmal müssen sie sich natürlich gut mit dem Thema auskennen. Aber, mindestens genauso wichtig, sie müssen es uns auch gut und verständlich erklären können. Und sie sollten auf den Zuschauer sympathisch wirken. Wenn jemand in den Medien gut funktioniert, wird gerne immer wieder auf diese Person zurückgegriffen, was wiederum deren Bekanntheit fördert. Daraus entstehen dann häufig Medienkarrieren und die Expertinnen und Experten werden selbst ein bisschen zu Medienstars. Wir wissen aus der Forschung, die also vergleicht, was davon kommt dann besser an, wird eher auch wahrgenommen, was beeinflusst auch Meinungen stärker, dass hier durchaus die durch Personen wiedergegebenen Meinungen häufig einen stärkeren Effekt haben als die statistischen Fallzahlen. Insofern kann man sagen, dass die Einbindung von Expertinnen und Experten, Meinungen also möglicherweise dazu beitragen kann, Informationen besser zu vermitteln. Sind die Medien deswegen aber expertenhörig? Nein. Von Drosten bis Kekulé, Experten werden gebraucht, um Corona zu erklären und einzuordnen. Weil es so viele Experten, die von einem neuen Virus Ahnung haben, gut erklären können und sympathisch rüberkommen, aber nicht gibt, sehen wir oft dieselben. Was dabei auffällt, es sind fast immer nur Männer, obwohl es durchaus auch Corona-Expertinnen gibt. Vor allem in den ersten Wochen der Corona-Krise entstand oft der Eindruck, die Medien berichten mal so und mal so. Der Vorwurf lautet, sie sind ungenau, oberflächlich und spitzen zu sehr zu. Ein anderes Beispiel, die Diskussion um die Schutzmasken. Arbeiten die Medien also oberflächlich, weil sie sich ständig korrigieren müssen? In der Corona-Krise entstand der Eindruck, dass Medien vermeintlich sichere Erkenntnisse präsentieren, welche sich allerdings kurze Zeit später als falsch herausstellten. Das liegt unter anderem am unterschiedlichen Umgang mit einer sich ständig ändernden Faktenlage durch Wissenschaft und Medien. In der Wissenschaft ist es üblich, vorläufige Erkenntnisse zu präsentieren und diese zu einem späteren Zeitpunkt, wenn nötig, zu revidieren. In der Krise hatten echt wenige Journalistinnen und Journalisten eigentlich das Know-how, um mit diesen
wissenschaftlichen Expertisen umzugehen. Dabei erwartet das Publikum von den Medien eigentlich in erster Linie klare Ansagen. Journalisten bereiten deshalb komplexe Sachverhalte kurz und verständlich auf. Die komplexen und vorläufigen Erkenntnisse der Wissenschaft werden zum Beispiel auf griffige Überschriften verkürzt und erscheinen in den Medien mitunter als absolute Aussagen. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass Medien heute das eine und morgen etwas ganz anderes behaupten. Im Grunde genommen ist es aber, wenn man genau hinguckt, so, dass sich die Informationen da nicht widersprechen. Also man hat schon von Anfang an gesagt, solche Masken können hilfreich sein, um andere zu schützen. Aber fand es in dem Moment noch nicht so wichtig, beziehungsweise vielleicht hat man die Informationen auch nicht so stark betont, weil das Problem ja auch einfach war, es gab keine Masken. Bis heute bestimmen die Virologen die Diskussion um Corona. Schließlich ist das ihr Fachgebiet. Aber macht es sich der Journalismus mit seinem Rückgriff auf dieses eine Fachgebiet nicht so einfach? Was ich bemerkenswert fand, dass man gesagt hat, das hört doch mal auf die Wissenschaft. Ja. Also gemeint waren die Virologen. Und das heißt, dass man alle anderen Wissenschaftler, die es auch gibt, also Ökonomen, Sozialwissenschaftler, Ethiker, komischerweise für nicht ganz so relevant gehalten hat. Also deren Stimmen jedenfalls und auch Einwände habe ich sehr viel weniger präsentiert gefunden. Der Eindruck, dass Medien ungenau oder verkürzt berichteten, konnte tatsächlich entstehen. Zum Teil lag das auch an zu starker Zuspitzung und Vereinfachung. Hauptsächlich lag es aber daran, dass sich auch im wissenschaftlichen Bereich die Erkenntnisse überschlugen, was die Medien pflichtgemäß abgebildet haben. Vielleicht mangelte es hier ab und an Erklärung, wie Wissenschaft funktioniert und warum es ganz normal sein kann, dass eine Empfehlung von gestern heute schon überholt ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Manche Kritiker behaupten, die Medien seien ihrer Kontrollfunktion nicht nachgekommen. Sie hätten vielmehr die Ansagen der Politik einfach weitergeleitet, ohne sie zu hinterfragen. Zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen, die zu leeren Innenstädten führten. Aus der Wissenschaft kommt Widerspruch. Nun müssen ja möglichst alle in der Bevölkerung erreicht werden, damit sie die Risikowahrnehmung haben, die man sich wünscht. Also das Risiko ernst nehmen, ohne aber angstvoll zu reagieren im Idealfall. Die auch verstehen, was die nötigen Schutzmaßnahmen sind, wie sie sich verhalten sollen, um sich selbst, aber auch andere zu schützen. Aber waren die Medien dabei mit der Politik und ihren Entscheidungen zu unkritisch? Warum wurde so wenig über die Einschränkung von Grundrechten wie der Versammlungsfreiheit oder der Möglichkeit, überall hinzureisen, berichtet? Es gab exzellente Berichterstattung in der Corona-Krise. Ich glaube allerdings, dass einige Kollegen, sagen wir mal, nicht genau unterscheiden konnten zwischen der Rolle als Informationsgeber und als Virusbekämpfer. Waren Journalisten damit aber auch zu staatsnah? Da trifft uns ein Vorwurf, wir hätten zu wenig über die kritischen Aspekte berichtet, wir hätten nicht über die Einschränkungen der Freiheiten und der Grundrechte berichtet. Ich glaube ja, die kamen zu kurz, aber weil was anderes noch vordringlicher war. Wir mussten erstmal mit dieser Krise operieren und feststellen, was ist eigentlich los hier. Wir haben einen Moment gebraucht, aber wir haben es auch getan. Wir haben über die Demonstrationsfreiheit berichtet. Wir haben ganz, ganz intensiv über die Diskussion, über diese Apps berichtet, die bei uns ja sehr, sehr kritisch gesehen werden und genau auseinandergenommen werden. Corona ist auch für die Medien eine Ausnahmesituation. Natürlich müssen sie berichten, wenn die Regierung drakonische Maßnahmen gegen die Pandemie beschließt. Weil es etwas in dieser Dimension noch nie gegeben hat, haben sich viele Medien in erster Linie darauf konzentriert. Staatsnah werden die Medien dadurch aber nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass in meinem Berufsstand, also bei den Journalisten, die ja als die kritischen Geister gelten, das ein bisschen stärker vertreten gewesen wäre, auch mal hinzugucken, ist das eigentlich alles, was die Bundesregierung da von uns verlangt, auch gerechtfertigt.
Zur Rolle der Medien gehört, solche politischen Anordnungen kritisch zu hinterfragen. Das findet jetzt, vielleicht etwas verspätet, statt. Die Medien werden sich aber vor allem an die neue Unsicherheit gewöhnen müssen und Antworten darauf finden, wie sie mit solchen dynamischen Situationen umgehen. Denn Corona ist noch nicht vorbei und die daraus folgenden Veränderungen betreffen alle. Die Gesellschaft und die Medien. We'll be right back.